Der Kalbstotzen hier wird kurzum ganz von an genommen. Die 19-jährige Urnerin Yvonne Marti ist Fleischfachfrau und hat sich für den härtesten von drei Fachbereichen entschieden. Der vor Gewinnung. Da wird gemetzelt, ausbehandelt und zerlegt. Die meisten Frauen wählen den Fachbereich Feinkost und Veredelung. Das wäre aber nichts gewesen für sie. Du siehst, wie es in uns sieht. Und ich bin nicht der, der sogar so Feinheiten im Laden so macht. Für das habe ich einfach ein bisschen zu wenig Geduld. Klar ist es schön, Platten legen und so, aber ich bin immer sehr, so ein Perfektionist. Und kommt das noch ziehen und das und ja. Schweizweit schliessen jährlich nur rund 40 Frauen so eine Ausbildung ab. Yvonne Marti ist stolz. Seit über 10 Jahren, als die Berufsbezeichnung von Metzgerin gewechselt hat, ist sie die erste Urner-Fleischfachfrau. Das freut auch ihren neuen Chef. Eine Sonderbehandlung gibt es aber keine. Das ist für uns sicher etwas Spezielles, dass wir auch eine Frau in unseren Reigen haben, gerade in der Produktion. Wobei im Großen und Ganzen machen wir keinen grossen Unterschied, ob es ein Mann oder eine Frau wird sein. Sie muss auch die Arbeit machen, wie ein anderer auch. Aber sicher etwas Spezielles, wenn wir eine feine Person hier an der Arbeit haben. Ja. Die Metzgerei Stalder in Ennetbürgen, wo die Yvonne jetzt arbeitet, ist gut 50 Autominuten entfernt vom Bauernhof, ihrem Zuhause zu Bürgeln. Und da steht die ganze Familie hinter der Berufswahl von ihr. Schon nach dem Schnuppertag dann haben die Eltern gespürt, dass Fleischfachfrau der richtige Beruf ist. Wir haben gedacht, wenn sie gar schnuppern, dann kommt am Mittag wieder und ist der Metzgerberuf für sie Geschichte. Oder? Und sie ist am Mittag überhaupt nicht heimgekommen. Sie ist am Abend heimgekommen, wohl begeistert. Ganz anders rausgekommen, als wir gedacht haben. Und was mich auch erfreut, dass sie wirklich die Berufung gefunden hat für sie. Es ist für sie wirklich eine Berufung, nicht nur ein Beruf. Sie lebt es, und zwar mit Herzblut. Und das finde ich super. Während der dreijährigen Ausbildung hat Yvonne Marti schon verschiedenste Tiere gemetzelt. Ein Hase ist aber noch neu für sie. Ja, dort, wo wir gelernt haben, hast du einen selten Hase gehabt. Und wirklich selber einen gemetzelt habe ich jetzt noch nie. Aber vier habe ich jedes wieder ein anderes Tier schöpfen. Wenn es wirklich hätte müssen sein, aber das ist so klein und da hast du noch gerne nicht beim Nur drin. Und wenn du die Hälfte Fleisch auch noch im Fell hast, ist das eigentlich nicht gerade das Ziel. Die junge Urnerin will den Leuten den Bezug zum Fleisch wieder näher bringen und den Weg aufzeigen, wo das Tier durchmacht, bis es im Laden landet. Zum Fleischessen muss das Tier halt gemetzelt werden. Ich sage jetzt einfach, Kühe, zum Beispiel die Liese kommt rein und dann weisst du, ja, die war hier und dort. Und danach, dann, ja, weisst du, Metzger, das gehört auch zum Leben. Und nachher siehst du aber, wie es auch weitergeht. Also, ein Tier kann man brauchen, das ist auch da zum Nutzen. Oder? Ja, das ist echt die Faszination, was du daraus kannst machen. Oder? Wer anpacken und mit vollem Körpereinsatz arbeiten will, sei richtig in diesem Beruf. Auch wenn es nicht immer nur einfach sei als Frau. Ja, man sollte auch etwas mega verlieren. Eine gewisse Härte muss man einfach ein bisschen haben. Du kannst auch nicht einfach. Ich denke, es läuft auch aus dem Schnierli. Ausbildnerin, Prüfungsexpertin oder vielleicht sogar daheim Bauern. Das könnte sich Yvonne Marti für ihre Zukunft vorstellen. Zuerst will sie jetzt aber mal richtig ankommen, ihre neue Metzgerei.